Moin, moin, meine Leute, und willkommen zurück zu einer kleinen Halloween-Folge. Da ja heute Halloween ist, dachte ich, machen wir doch auch mal was Lustiges und suchen uns ein etwas gruseligeres Spiel raus, beziehungsweise mit einer düsteren Stimmung. Und das ist dieses hier. So, wir fangen direkt an. Inside heißt das Ganze und ist von den Limbo-Machern. So, Junge, hier bin ich. Halt läuft. Hüpfen kann ich. Noch irgendwas? Hüpfen. Hüpfen. Mehr kann ich nicht. Hüpfen. Kann ich auch schnell laufen oder so? Nee, ich kann nur hüpfen. Schnell laufen kann ich nicht. Aber springen kann ich zumindest. Zack, da auf. Oh, vorsichtig. Nö, langsam brauche ich nicht sein. Das gefällt mir ganz gut, dass überhaupt gar keine HUDs oder so irgendwas hier zu sehen sind. Keine Overlays, nix. Reines Spiel. Das macht er automatisch. Muss ich nicht viel machen. Da sind Laster. Vielleicht sie. Uah. Oh, okay, der fährt weg. Oh, weiter. So. Ein süßer kleiner Junge bin ich. Obwohl, ich weiß nicht, er hat natürlich ein Gesicht. Könnte auch ein Mädchen mit kurzen Haaren sein. Auf jeden Fall ein Kind. Oh. Leute mit Masken. Warten wir mal hinter den Container hier. Sehr gut. Ja, es ist so ein kleines Hide-and-Seek-Spiel. Also verstecken und suchen. Behaupte ich mal. Was ist der Laster? Wo komme ich gar nicht hoch? Anlauf komme ich hoch. Hier rauf. Hier auf den Kühlschrank rauf. Nee. Dann. Nee, ich dachte, den Kühlschrank könnte man vielleicht benutzen. Kann man gar nicht. Ach, guck mal. Okay. Und kippen. Ah, und dann komme ich rauf. Okay, und hüpf. Sehr gut. Oder fährt der Laster weg? Da sind Leute mit Hunden. Dann warten wir mal lieber hier, bis die weg sind. Obwohl, die gucken hier gar nicht rüber, ne? Da. Was ist da los? Eben nur runter langsam. Oh. Und spring. Hoch komme ich nicht. Oben. Kiste. Oder eine halbe Kiste. Oh. Okay, auf da. Rüber. Okay, hier durchs Wasser. Rote Taschenlampe, sehen die mich? Oh, jetzt haben sie mich gesehen. Da kommt ein Hund. Oh, lauf! Ich kann nicht laufen. Ich kann nur. Er läuft mal von alleine. Ich kann eigentlich nichts machen. Oh nein! Da hätte ich wohl springen sollen. Shit. Das war's. Wir sind tot. Na gut. Try and error, try and error. Ah, wir können fangen wieder hier an. Okay. Oh, da kommt der Köter. Oh, da ist er dicht dran, der Hund, ne? Na gut. Wir müssen auf jeden Fall springen hier an der Kante. Ah, guck mal. Kannst nichts machen, du blöde Töle. So. Hier runter? Ja. Müssen wir wohl auch runter. Vielleicht durch. Sieht ganz geil aus, finde ich. Also es hat irgendwie so eine ganz eigene Atmosphäre. Auch die Geräusche im Hintergrund und so. Ist ganz dezent gehalten, aber trotzdem. Offenes Feld, muss man schon aufpassen. Oh, da ist ein Laster. Aber der sieht uns nicht. Und
Was habe ich denn da am Rücken? Oh nein, Betäubungsfall. Haben die denn vor mit mir? Bin die? Okay, normal. Das Gute ist natürlich, dass man nicht ganz von vorne anfangen muss, sondern immer so ein zurückgesetzt wird. Ist natürlich ein kleiner Puzzler auch. Okay, da sehen die mich gleich. Hier nach hinten zu laufen. Stecken. Na, guck mal. Das war die richtige Option. Ah, die Animationen sind ziemlich cool, ne? Oh, da steht ein Auto. Oh, müssen wir wohl durch. Oh, da kommt einer. Oh, oh. Und der Typ mit der Maske. Oh, hüpfen. Lauf, 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 lauf. Oh. Was ist noch ein... Oh, nein, oh, nein, oh, nein. Die haben mich gleich. Oh, oh. Oh, runter. Oh, der schießt auf mich. Lauf, 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 lauf. Da kommen wieder welche. Oh, mein Hunden diesmal. Hüpfen. Oh. Okay, schwimmen können wir auch. Da auftauchen sollte ich wahrscheinlich. Bin tot. Oh. Okay, man ertrinkt auch. Das ist nicht schlecht. Dann warten wir kurz mal hier. Die mit den Taschenlampen da weggehen. Bewegt die Taschenlampe sich überhaupt? Nicht so aus, ne? Mal tauchen. Okay, wir tauchen drunter. Versuchen rüberzukommen aus dem Lichtschein raus. Wir dürfen nur nicht zu lange unten sein, dann sterben wir. Guck mal. So geht's auch. Wichtigerweise hören sie immer dann auf, wenn ich an denen vorbei bin, ne? Hier liegen ein paar rote Schweine. Warum wir auf der Flucht sind und so, das wissen wir alles gar nicht. Werden wir vielleicht auch nie rausbekommen. Aber wir sind auf jeden Fall auf der Flucht. Vielleicht kriegen wir es ja noch raus. Das ist eine echt smooth Animationsbewegung, ne? Der bewegt sich wirklich nice. Also richtig schön fluffig. So. Was habt ihr denn so heute vor an Halloween? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Würde mich mal interessieren. Viele nutzen das ja jetzt als auch ein Feiertag, der Reformationstag. Aber viele feiern ja auch gar nicht Halloween. Ist ja auch eher so ein... Was sind das für Viecher da? So kleine Küken oder so das? Oh. Das ist... Das sieht eigentlich gar nichts, ne? Ich gehe nur geradeaus. Aber es sind wirklich viele Küken hier. Und viele tote Schweine. Anscheinend überleben die Küken, aber die Schweine nicht. So. Da können wir rein. Nee, aber das ist ein Band. Da können wir hoch. Dann. Tür hier rein. Soll ich die Tür jetzt aufmachen da? Ah, okay. Oh. Warum laufen die alle hinter mir her? Kleinen Chicken Nuggets. Hier ist auf jeden Fall ein Knopf. Gar nichts. Okay. Okay, das ist eine Art Motor. Der läuft. Jetzt müsste. Ah, jetzt leuchtet der Knopf auch. Den können wir schon benutzen. Das ist ein Staubsauger. Okay, aber wir kommen ja hier nicht weiter, ne?
Okay, irgendwas muss der Knopf ja gut sein. Hier, das machen wir nochmal. Oh, die kleinen Kügelchen. Oh, habt ihr gesehen? Wie kleine Tennisbälle wurden sich in die Kiste geballert. Aber die leben ja Gott sei Dank noch alle. Bei diesem Spiel wurden keine Tiere gequält. Außer die Schweine. So, da geht's hoch. Ach hier. Hat so ein bisschen was auch von Little Nightmares. So von Optik her, finde ich. Gruselig alles. Und was machen wir hier runter? Oh. Oh. Nicht so clever. Dann versuchen wir mal zu springen. Auf die Schweine rauf. Okay, kann man den Schweinekarren da rüberziehen? Bestimmt, ne? Tote Schweine rum. Die geht ja ganz langsam. Wahrscheinlich versinken die Füße in diesem Matsch hier. Die müssen wir da richtig langsam. Besser? Ja, flink ist er auf jeden Fall. Sehr flink, wie Spider-Man fast. Ich gleich hier ertrinke. Oder? Vorsichtig. Und da ist auch irgendwas an diesem Schwein dran, da hinten. Seht ihr das hinten aus dem... Das Würmer? Was ist das? Eklig aus. Oh! 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 Okay. Ja, weg, schon weg, schon weg. Oh! Okay. Oh! Ich kann nur rüberspringen mit dir. Ah, warte mal. Das Schwein von mir. Ja. So, mal gucken, wo wir hinkommen. Kann er hier auch ein Loch reinbauen? Los, trennen gegen die Wand. Ah, selbst schuld. Dumme Sau. Was ist das da hinten dran denn? Rüber? Haben wir jetzt das rausgezogen da? Was immer das war. Eine Parasit. Was mache ich jetzt hier? Da hoch? Nee. Da hinten ist doch jemand, seht ihr das? Also kann ich die Schwau dahin. Kann ich die Sau dahin ziehen? Mit dem Knopf, der darunter hängt, oder? Die ist ja wahrscheinlich dankbar, weil ich. Ach, Quatsch. Wenn ich ihn bewege hier oben, dann bewegen sich die Menschen da oben auch. Seht ihr das? Hinten im Hintergrund. Da habe ich zwei Menschen. Und jetzt? Guck mal an. Aber ich krieg's nicht hochgehoben. Okay. So geht das aber. Ne? Okay. Geht ihr mal in die Richtung? Und schiebt das Ding da. Ich muss jetzt ziehen. Man weiß es nicht. Ha! Ab! Das ist ja abgefahren. Und jetzt? Okay, kann ich mich raushängeln in diesem Ding? Und? Okay. Das ist ja schon eine witzige Sache. Ninja-Rolle. Bin ich hoch? Nein? Oh, hier geht's raus wieder. Aus der komischen Fabrik. Eieiei.
Da ist auch viel gelaufen. Oh, guck mal, da hinten ist wieder so ein Laster, der Menschen einsammelt. Sieht so ein bisschen aus wie willenlose Zombies. Aber die scheinen auch nicht nach links oder rechts schauen zu wollen. Okay. Wagen kann ich schon ziehen. Ach, guck mal, dann geht die Kette hoch. Also ich könnte an die Kette rankommen, wenn ich den Wagen ziehe. Wenn ich das ganz runter schiebe. Warte mal. Nehme ich jetzt an die Kette ran, kann ich mich hochklettern. Okay. Wieder auf. Hüpf. Super. War schon eine coole Sache mit dem Licht- und Schattenspielen hier. Raus. Hier sind wieder ganz viele Küken. Ach, guck mal. Oh, hier ist ein kleiner Vögel. Okay. Hier machen? Alles ein bisschen fabrikmäßig. Hoch. Hier komme ich nicht dran vorbei. Alter zu betätigen. Ja. Okay. Rötlein? Achso, ich kann auch Rötlein, okay. Hätte ich wohl gerade wahrscheinlich gerade eben auch schon gekonnt. Höher geht's nicht? Okay. Mal von da nach da springen, das weiß ich nicht. Testen wir mal aus. Nein! Kommen wir da nicht ran. Okay, weil dann habe ich eine Idee. Warte, ich habe eine Idee. So ist wahrscheinlich besser. Das macht mehr Sinn. Na, guck mal. Da ist ein kleiner Tresor, der auf diesen dünnen Blättern steht. Bist du gesund? War das gut, dass ich runtergegangen bin? Ich glaube schon. So. Hier mal runter. Da ist ein Loch im Boden, da können wir schon rein jetzt. Okay. Kabel. Kaputt gemacht. Wir wissen ja gar nicht, wofür das war, ne? Na gut. Kaputt ist kaputt. Können wir eh nicht mehr ändern. Kabel ging hier längs. Dann gar nicht. Alter. Hinten geht die Tür auf. Ah, okay, warte mal. Ich kann mir gut vorstellen, dass wieder hier ein paar Leute kommen. Ah. Ach, guck mal, da sind zwei Platten, okay. Achso, nee, warte, jetzt habe ich eine Idee. Ich muss die beide auf die gleiche Platten bekommen. Das heißt, den einen sperren wir kurz hier ein. Den sperren wir kurz hier ein. Würde ich behaupten.
Wollen wir ihn jetzt rauslassen? Weiß ich jetzt nicht, ob das so clever, weil ich das gemacht habe gerade. So. Geh nicht mal. Wenn die ja nicht da reinlaufen, wie geht's da besser denn? Der steht da. An die Wand laufen und jetzt zurück. So. Gut, gut. Und runter. Gut, perfekt. War doch nicht so schwer. Okay. Oh, hier war es ja nicht so langsam wie der Typ von Dark Souls, wenn er die Leiter hochgeht. Ellenlangsam. Okay, jetzt sind wir in irgendeiner Stadt wohl. Zumindest so aus. Jetzt geht's runter oder müssen wir wahrscheinlich gutes Timing machen? Okay. Und laufen wieder diese halbtoten Zombies. Seht ihr die Vögel? Hauen wir mal ab. Die mögen uns nicht. Oh. Der da runterrutscht. Hier müssen wir schon balancieren. Oh! Okay. War so nicht geplant, aber wir kommen trotzdem weit. War schon ein kleines Jump'n'Run auch so, ne? Die ganzen Fallen hier. Wo die hin sollen, ist die Frage, ne? Genau hier abgeht. Das Außerirdische? Sitzt hier anscheinend keiner von uns. Okay, man kann es kaputt machen hier. Oh. Wie laut man hier sein darf. Okay, das bringt gar nichts. Warte mal, kann man die Leiter aber mitnehmen? Ah! Irgendwie gedacht. Andere wäre komisch gewesen. Alter. Oh, shit. Wie soll man das denn schaffen? Der Strom muss auf jeden Fall an, weil ich glaube, sonst geht das Tor gar nicht hoch. Ah, ich bin zu spät. Ah, da muss man noch Strom. Das Timing sein, ne? Oder kann ich auch so rüber rennen? Und das mal probieren? Einfach so rüber rennen, ohne das Strom anzumachen? Bringt aber nichts, ne? Das schon vorher auf. Kann man auch schon vorher aufmachen, okay. Gut zu wissen, dann machen wir es jetzt an. Lauf, 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 lauf. Kleiner, kleiner. Okay. Jetzt kommt noch eine Musik, hört ihr das? War clever von mir. Was erwartet uns jetzt hier oben? Echt gespannt.
hält das Brett mal was aus. Das rutscht sich wahrscheinlich auf der Scheiße aus hier. Ne, okay. Oh. Hoch, 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 hoch. Oh nein. Oh, ich hab Menschen umgehauen. Ah, wir tun einfach so, okay. Okay, jetzt müssen wir so tun, als ob wir so einer von denen sind. Viel zu viel. Oh oh. Immer einen Schritt zu viel, merkt ihr das? Müssen alle hüpfen in diesem Viereck da, oder was? Oder das auch? Deine Marionetten. Oh, ist da drüben, müssen wir uns gleich umdrehen? Oder blinkt immer oben, wenn ich nicht ganz das mache, was sie wollen? Oh, shit. War zu langsam. Alter Schwede. Okay, okay, nochmal. Los geht's. Ich bin ein Zombie. Lass mich vorbei. Bringt es gar nicht so leicht, ist schwer. Mal gucken, was die genau machen da drüben. Die drehen, sie müssen sich einmal komplett umdrehen, ne? In eine Richtung, dann die andere. Mal gucken. Drehen. Drehen. Okay. Kriegen wir hin. Junge, ist geil, der guckt immer wieder hoch, ne? Seht ihr das? Ich glaube, wir haben es jetzt auch geschafft, oder? Cool. Das sind Leute mit Hunden, müssen jetzt aufpassen. Köter. Scheiße. Oh, wie soll ich denn da so schnell hinkommen? Holen wir nochmal. Ah, der hat mir die Kehle aufgefressen, die Sau. Das kann ich gar nicht schaffen. Okay, hey. Muss ich den vorher ein bisschen anhalten? Warte mal, jetzt holen wir mal. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Muss mal gucken. Also. Da kommt der Hund. Okay, es geht auch nicht. Ich kann aber nicht darauf hüpfen. Das heißt, muss ich erst runterlocken und dann hüpfe ich rauf. Das geht, glaube ich, auch. Machen wir einfach mal. Man muss einen ganzen Weg nicht zurücklaufen.
Wir haben die Chance, hier ranzuspringen. Ach, scheiße, ich dachte, ich könnte es den Affen. Ach, guck mal. Super. Oh, wo war der hier? Am Ende. Und runter. Okay, ich sehe schon, was ich machen muss. Kiste auf die Platte stellen. Die andere Kiste hier hinten holen, glaube ich. Also worum geht. Okay, es geht nicht. Okay, dann weiß ich doch, was ich machen muss. Dann ist es ein kleines Rätsel, was aber gar nicht so schwierig ist. Und zurück. Oh, das wäre auch blöd. Na egal, aber das reicht noch. Das zu machen, was ich vorhabe. So. Der arme kleine Junge. Da. Oh, rückwärts. Mal woanders hinschieben. Ich weiß jetzt nicht genau, wo wir hin sollen, aber... Da? Okay, also wir schieben den Wagen hier hin und dann können wir da die Wendeltreppe runter. Geht auch nicht, oder? Kann ich da irgendwie die Treppe runter? Kann ich nicht, ne? Oh. Das ist doch dumm. Hä? Wo muss ich denn da hin? Irgendwas machen hier? Ach, warte mal. Mal stehen. Und mit dem steuere ich jetzt den? Ja, ernst? Und was kann der jetzt? Was muss ich hier machen? Mit zwei Leute. Hm. Was ist nach oben? Nö. Oder warte mal, muss ich den da oben jetzt auch wieder runterholen? Oh nein! Okay, wenn ich jetzt runterhole, dann fällt der andere ja auch runter. Hm? Ach, okay, warte. Jetzt weiß ich. Oder? Auch nicht. Doch, wartet mal. Machen wir hier. Nein, bleiben wir hier. Hopp. Wann? Heraus. Schnappst du das Ding? Hier rüber. Nee, bringt ja gar nichts. Doch, jetzt kann ich wieder ranspringen, oder? Okay, ich weiß gerade nicht, was ich machen soll hier. Dass ich hier irgendwie hin muss.
Aber ich kann hier gar nichts machen. Was soll er denn machen hier? Kann er hier die Tür aufmachen von unten? Auch nicht. Kann er auch nicht. Okay. Lassen wir ihn da hinten mal drin. Was holen? Den vielleicht oben drauf lassen? Warte mal, ich muss noch was testen. Blöd. So, jetzt ist er oben drauf. Wenn ich wieder ranhüpf, kann ich mit dem ihn hier rüberholen? Okay. Ich verstehe gerade nicht die Logik dahinter, was ich hier machen soll. Wirklich nicht. Oh, das war dumm. Also ich weiß gerade nicht genau, was wir da machen sollen. Aber es dürfte ja eigentlich auch nicht so schwierig sein, aber ich... Also ich habe die zwei Leute nutzen dürfte. In der Mitte ist ja irgendwas... Enger Mechanismus ist hier ja. Wir brauchen ja definitiv den zweiten. Den holen wir uns jetzt. So, er kommt raus. Und schnappt sich den Wagen. Fährt den... hier hin. Ja, nicht hoch. Er kann sich auch nicht festhalten oben. Das machen. Geht nicht. Ich gehe noch ein bisschen hier rüber. Und runter. Da rein. Kann er da hingehen? Den Wagen mit hier rübernehmen. In der Sache. Der muss da irgendwie. Ich weiß es nicht, aber es ist vielleicht auch eine gute Zeit, um einmal kurz Pause zu machen. Und beim nächsten Mal zu gucken, wie es weitergeht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.